THQ. Virtual Games. AMD, the future's fusion. Darksiders. Trademark. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Darksiders. Ich bin der Konsum und das ist mein erstes Let's Play. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch etwas unbeholfen wirken. Allerdings gebe ich mein Bestes und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Ich bin ja mal gespannt, ob überhaupt irgendjemand mein Let's Play schauen wird, aber ich versuche es einfach mal und wir sehen, was dabei rauskommt. So ein paar Worte zu Darksiders. Ich kenne Darksiders nicht wirklich. Ich habe es mal bis kurz vor den ersten Endboss gespielt. Allerdings musste ich dann meinen PC neu installieren und habe keinerlei Spielstände mitgebracht. Das war natürlich super intelligent und ich muss nun von vorne anfangen. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht ein kleines Let's Play draus machen? Dann haben vielleicht noch die ein oder anderen Leute ein wenig Spaß mit mir zusammen. Ja, ich hoffe, dass es halbwegs spannend wird und ihr ein bisschen euer Abendprogramm mit meinen Let's Plays auffrischen könnt. Und ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Start. Ja, Darksiders ist, wie man sieht, ein Konsolenport und ich werde das dennoch am PC spielen. Allerdings benutze ich einen Xbox-Controller. Und ich habe mir überlegt, es gibt ja so einige Szenen, wo man ziemlich angeschissen ist mit einem Controller und deswegen werde ich diese Stellen wohl mit Maus spielen. Aber sonst werde ich das ganze Spiel mit dem Xbox-Controller spielen und ich hoffe, das klappt ganz gut. So, dann gehen wir mal auf neues Spiel. Und ich möchte natürlich alle alten Spielstände von den letzten fehlgeschlagenen, gefühlten 10.000 Aufnahmen überschreiben. Und weg. Gut, ich nehme den Spielstand normal, weil ich für apokalyptisch leider noch nicht apokalyptisch genug bin. Dann haben wir hier einen netten Ladebildschirm und sehen wohl gleich die Vorschau. Seit Anbeginn der Zeit befinden sich die Armeen von Himmel und Hölle in einem endlosen Krieg. Von diesem Konflikt wurde der feurige Rat angezogen, eine Entität, die durch uralte Gesetze gebunden war, Ordnung und Gleichgewicht zu erhalten. Jede Macht, die nicht in Schach gehalten wurde, war eine Bedrohung für die Materie des Universums. Mit der Zeit begannen Himmel und Hölle, den Rat und seine Gesetze in Ehren zu halten, denn niemand konnte sich den schrecklichen Vollstreckern des Rates widersetzen. Sie waren als furchterregende Bruderschaft mit dem Namen die Vier Reiter bekannt. Aus den Tumulten erwuchsen die ersten Menschen. Der Rat sagte vorher, dass sie schwache, aber gerissene Kreaturen seien, die einmal für das Gleichgewicht wichtig wären. Ein drittes Königreich wurde benannt. Das Reich der Menschheit. Auf Befehl des Rates wurde ein Pakt zwischen Himmel und Hölle geschmiedet. Dieser große Pakt wurde durch 7 Siegel verschlossen, die zur rechten Zeit gebrochen werden sollten, nämlich wenn das Reich der Menschheit bereit für den Endkrieg sei. Eine Schlacht, die das Gleichgewicht wiederherstellen und das Schicksal der 3 Reiche bestimmen würde. THQ. Virtual Games. Darksiders Trademark. Come on, move it!
So, und hier sind wir in dem Spieltutorial, in dem wir ein wenig die Steuerung kennenlernen werden. Wir spielen einen der vier apokalyptischen Reiter, nämlich Krieg. Und offenbar wurde irgendwas mit den Siegeln gemacht, denn wir sind aus unserem Schlaf erwacht. Und der Krieg zwischen den drei Reichen ist offenbar schon völlig im Gange. Nur scheint zumindest die Hölle zu diesem Zeitpunkt, aber der Himmel sieht wohl auch nicht mehr ein, dass man den Rat in Ehren halten muss, denn wie man sieht, haben die Kreaturen hier ziemlich wenig Respekt vor uns, obwohl wir einen der bösen, schrecklichen, was heißt bösen, schrecklichen, apokalyptischen Reiter sind. Das stört die Jungs hier aber ziemlich wenig. Die schlagen fröhlich auf mich ein und ich würde sagen, wir prügeln ihnen einfach wieder den Respekt ein. So, mit X können wir unser Schwert benutzen oder einfach schlagen. Und dann sehen wir hier den lustigen B-Button über dem kleinen Vieh hier leuchten. Das ist ein tolles Feature von Darksiders. Da können wir einen Finisher-Move machen. Den mache ich jetzt auch mal. Das sieht immer relativ spektakulär aus, sieht auch bei jedem Gegner ein wenig anders aus. Also bei jedem Gegner zu. Und während der Zeit, während wir den Finisher-Move machen, sind wir unverwundbar. Das kann eine wunderbare Kampfstrategie sein. Denn jetzt können die Monster auf mich einprügeln, so viel wie sie wollen. Und mir passiert gar nichts. Wie wir gerade schon eindrucksvoll gesehen haben. Außerdem sieht es auch super cool aus. Da haben wir schon einen etwas größeren Zeitgenossen. Und hier werden wir darauf hingewiesen, dass wir die Chaos-Figur aktivieren sollen. Das machen wir auch gleich mal. Denn in der Chaos-Gestalt können wir richtig viel Schaden machen. Die kriegen wir später im Spiel bestimmt auch nochmal. Hier am Anfang ist wie gesagt nur ein kleines Tutorial, da haben wir einen Großteil unserer Fähigkeiten erreicht, die wir jetzt im Laufe des Tutorials nach und nach wieder alle abgenommen bekommen. Und dann als kleiner Krieg von Anfang an beginnen, aber das sehen wir alles gleich. Hier haben wir ein nettes Steinmonster, den netten Zeitgenossen sehen wir später auch gleich nochmal. Hier haben wir ein paar Engel, die sind ein bisschen nervig manchmal, weil die immer fliegen müssen. Und dann kriegen wir die manchmal relativ schlecht aus der Luft. Aber als Ausgestalt sind wir ja ziemlich groß und haben da keinerlei Probleme an die ranzukommen. Wie ihr sicher festgestellt habt, ist Darksiders ein Hack and Slay. Als gebürtiger Rheinhesse würde ich jetzt sagen, ein Truffschlagspiel. Weil man läuft einfach durch die Gegend und löst alle Probleme mit einem riesigen Schwert. Gut, bei Darksiders gibt es noch das ein oder andere Rätsel, aber der Kern des Geschäfts ist das Schwert auspacken und damit rumwedeln, bis alle Leute einsehen, dass wir unsere Aufgaben erledigen müssen, um in dem Spiel weiterzukommen. Ja, ich finde, ein Konsolenport ist die Grafik ziemlich gut gelungen, wenn man bedenkt, was eine Xbox an Grafikkarten drin hat. Muss ich schon sagen, das ist ziemlich eindrucksvoll geworden. So, hier haben wir wieder ein wenig zu prügeln. Oh. Hier sieht man wunderbar, der fliegende Engel, ich muss das hochbringen und ihn irgendwie davon überzeugen, dass er sich nicht mehr prügeln soll. Ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Aber das wird später sicherlich besser, wenn wir ein paar mehr Waffen haben.
Und mit dieser Kreissägenattacke, wie ich sie immer nenne, hier geht es auch ganz gut. Ich bin jetzt auch nicht so der Combo-Fanatiker, das hängt primär daran, dass ich mir die nicht merken kann. Hier sehen wir ein bisschen Schleim aus der Erde spritzen, das heißt Teufelsgewächs. Die sind immer ganz nett, denn die übersieht man mal gerne und sind natürlich der einzige Weg aus dem jeweiligen Szenenabschnitt. Sodass wir wahrscheinlich einige Male im Kreis laufen werden, bis ich diese dämliche Pflanze gefunden habe. Sowieso ist mein Orientierungssinn nicht der beste. Ihr sitzt dann bestimmt alle vor euren Monitoren und sagt: Mensch, Konsum, du musst da lang. Ja, nein, nicht in die andere Richtung laufen. Ich kenne das ja, wenn man Let's Plays guckt. Aber ich hoffe, ihr überlebt das. Und wir werden trotzdem eine Menge Spaß haben. Wie gesagt, das ist mein erstes Let's Play. Ich hoffe auch, dass ich genug Gesprächsstoff während der Szenen finde, so dass es hier nicht ganz so ruhig ist. Gut, wenn du einen Cutscene versuchst, dann immer mal die Fresse zu halten, damit ihr die auch genießen könnt. Die sind ja auch ganz nett synchronisiert. So. Hier kommen wir jetzt in einen wunderschönen Raum. Der wird natürlich gleich abgeschlossen. Man kennt das von Hack and Slay wie Devil May Cry. Man kommt in einen Raum. Zufällig kommen dann erstmal 1000 Monster im gleichen Moment rein und wir kommen alle nicht mehr raus, weil hier seltsame Siegel auftauchen. Und ihr seht, wir können da weder mit Schwert noch einfach so durchlaufen. Deswegen bearbeiten wir mal unsere netten Mitgefangenen ein wenig mit dem Schwert und sehen, was passiert. Natürlich kommen dann immer mehr von oben und wenn wir mal nach oben gucken, da ist eine Decke, aber die kommen trotzdem alle von oben, weil die ja ihren Scotty in der Hölle sitzen haben und der sagt dann, ich beam euch mal hoch. So, die werden erledigt, dann geht das Siegel auch auf und wir können weiterlaufen.